Tatsächlich. Ein Rickitz. Es zittert am ganzen Körper. Hat bestimmt einen Schock. Oh, komm her, mein Schnuckelchen. Nicht anfassen. Ich tue ihm ja nichts. Nein. Oh, kuschel dich nur richtig an. Nein, zu spät. Was denn? Ich will mich doch nur entschuldigen und das beruhigen. Aber jetzt riecht es nach Mensch. Ach, du liebe Zeit. Das habe ich in der Aufregung ganz vergessen. Tja, nun müssen Sie sich um das Kleine kümmern. Aber ich kann doch kein Rickitz aufziehen. Ach, das ist einfach. Man kann ihm die Flasche geben. Am besten mit Ziegenmilch. Ja, wenn du so gut Bescheid weißt, dann kannst du das ja übernehmen. Was? Mutti würde ausflippen. Wir könnten es zusammentun. Ach, ich weiß nicht, Baby. Aber Tina, wir haben jetzt die Verantwortung für das Kitz. Quatsch, der Mühlenhofbauer hat's doch angefasst. Tja, wenn du meinen Hof weiterführst und die Heuernte einfährst, dann kann ich gerne babysitten. Wir schaffen das schon, Tina.